Das Bier geht nach Finnland. Linnea Klee. Kurz nach 23 Uhr stand es dann fest. Linnea Klee ist die neue bayerische Bierkönigin. Und damit ging für die Oberbayerin auch ein Jugendtraum in Erfüllung. Ich habe damals mit 16 das erste Mal eine Anzeige gesehen und ich wollte ja schon sehr lange Brauerin werden auch und bin ja jetzt mittlerweile auch. Und dafür, also ich habe mich damals schon begeistert dafür und habe es jetzt einfach probiert und wie man sieht, jetzt auch geschafft. Und damit stand sie auch gleich mitten im Blitzlichtgewitter und im absoluten Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Ja, schon was sehr Neues, Ungewohntes, aber ich denke, da werde ich mir jetzt ein bisschen dran gewöhnen müssen. Vor dem Wahlabend konnte schon per Online-Voting abgestimmt werden, welche der verbliebenen 5 Kandidatinnen ins Finale einziehen sollten. Dabei lag Linnea Klee noch knapp auf dem 2. Platz. In einer ersten Vorstellungsrunde mit Videoporträt und Interview durch Moderator Roman Röll mussten die Bierprinzessinnen das Publikum durch ihre Persönlichkeit überzeugen. Dann konnte jeder seine Stimme per App abgeben. In der nächsten Runde, dem Fachwissen, wurden die angehenden Bierköniginnen von der Jury auf Herz- und Bierwissen geprüft. Gläserkunde, Biervorstellung und Food Pairing waren die Aufgaben sowie einige Fragen rund ums Thema bayerisches Bier. Anschließend wurden dann alle Wahlgänge zusammengerechnet und somit die neue bayerische Bierkönigin bestimmt. Und die hat schon genaue Vorstellungen für ihre Amtszeit. Auf der Bühne habe ich gesagt, es kommt einmal eine bayerische Bierkönigin, oder mal kommen, die den Konsum einfach wieder ein bisschen mehr schmackhaft macht. Ich denke, jetzt bin ich es ja geworden, also schauen wir mal, was die Leute machen. Mit dabei waren auch viele Ex-Bierköniginnen der letzten Jahre. Und die fieberten natürlich mit. Man konnte schon einmal nachfühlen, wie das ist, wenn man da auf der Bühne steht und nervös ist und man in den großen Saal mit den vielen Menschen schaut. Und man erinnert sich aber positiv dran zurück, weil es einfach ein ganz besonderes Erlebnis ist und man sich ja wirklich was traut. Und wenn man dann gewinnt, ist es natürlich umso schöner. Und was erwartet die Neue? Ja, das Amt der Bayerischen Bierkönigin ist ein Amt, wo man sehr aktiv in Bayern unterwegs ist, wo man mit sehr vielen Menschen in Berührung kommt, wo man all das Zusammenspiel aus Politik, Verband, Handwerk und den Menschen, die da arbeiten, kennenlernt. Und das macht einen schon ein bisschen selbstbewusster auf alle Fälle und ein bisschen sicherer im Leben. Und insofern ist das, glaube ich, schon etwas, wo man sich sehr gut entwickeln kann. Linnea Klee kann sich also auf ein ereignisreiches Jahr auf dem bayerischen Bierthron freuen.